Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Gut, dann haben wir das hier nämlich auch gleich. Und zwar jetzt. Dann machen wir hier die Truhe leer. Stellen ein paar Brote her. Ich schätze mal so ein Stack auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man jetzt momentan mit den... Ach komm, weißt du was? Wir haben es doch. Wir haben Weizen in Überfluss. Die zwei restlichen können wir ja aufräumen. Wir haben auch bestimmt Brot im Überfluss. Dann gehen wir mal eben füttern. Hoffen, dass wir vielleicht das ein oder andere Kind herausbekommen. So, hier. Gönn dir. Und gönn dir. Praktisch ein halber Stack für jeden. Morgen früh will ich ein Kind sehen. Okay, ich dachte schon, meine Rüstung ist schon wieder kaputt. Aber die Rüstung ist erst komplett voll, wenn sie Diamant ist. Auch das sollten wir bei Gelegenheit vielleicht mal in Angriff nehmen. Ja. Ja, das läuft. So, erstmal hier auf die Säge hüpfen. Ich bin nämlich Zirkusakrobat. Ich springe über imaginäre, laufende Kreissägen. Aber bitte nicht nachmachen. Ist gefährlich. So, wie schaut's? Ja, wir kommen genau rechtzeitig. Wir sind pünktlich wie... Ach, keine Ahnung. Irgendjemand halt. Damit kommen wir in der Hölle auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter. So, dann packen wir uns die Steine ein. Die Hacke räumen wir auf. In eine Kiste, in der wir sie die nächsten 2 Wochen wieder nicht finden. Hui. So, das brauchen wir nicht. Ja... Nee, lass ich mal hier. So. Sollte erst einmal reichen. Gut, dann mal munter drauf los. Brauchen wir das hier bei der Treppe auch schon? Die Treppe lasse ich jetzt erstmal noch offen. Das können wir gegebenenfalls später noch ändern. Aber fürs Erste würde ich das gerne so lassen. Hier kommt dann noch so eine Aktivierungsschiene hin, die uns praktisch automatisch aus der Lore schmeißt. Und ab da oben beginnt dann das Projekt Tunnelbau. Würde ich vermutlich auch einfach so Stück für Stück, Wand für Wand machen. Nicht gleich alles auf einmal. So. Da müssen wir eigentlich auch schon hier unsere Dreierhöhe wie immer machen. Damit das Ganze so ein bisschen geräumig bleibt. Verstehst du? Damit das Ganze so ein bisschen geräumig bleibt. Ach Gott, mach doch bitte endlich einen Deutschkurs. So. Dann können wir da rausschauen. Baby Zombie Pigman kann reinschauen. Das gefällt ihm sicherlich auch. Aber... Man wird uns nicht unbedingt sofort angreifen. Hoffentlich.
Zumindest wäre das mein Ziel. Eins, zwei, drei. Und dann praktisch darüber. Die Decke können wir dann am Schluss aus Stufen machen. Dann haben wir da nochmal so einen kleinen Absatz drin und sparen uns auch einiges an Steinen. Den Bereich würde ich dann fast komplett zumachen in der Ecke. So. Das hier ist der erste Streckenabschnitt. Den, den. Dann brauchen wir in der Ecke hier schon mal kein Glas. Also bis hier. Ab hier ist dann wieder Glas. Ob das Ganze dann wirklich hübsch ist oder nicht, liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. So, kreuz und quer, überall ein bisschen was hinbasteln. Cool, bis zur ersten Ecke haben wir es fertig. War ja auch das längste Stück. Klar. Blöder Lügner. Ja, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon viel sicherer. Schöne Aussicht. Kann man schon machen. Und ich überlege gerade, ob wir nicht im Bereich von diesen Fackeln immer so einen Bogen machen. Dass wir keine komplette Glasfront haben. Sondern so ein bisschen Abwechslung. Könnten wir die nämlich zuerst machen und müssen am, am Ende nur noch durch und Glas setzen. Was mit meinem Sprachfehler wird in letzter Zeit immer schlimmer. Und ich habe nicht mal einen Sprachfehler. Das ist einfach nur so blöd. Glas, 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 Glas. Dann haben wir praktisch in jedem Feld immer einen halben Stack Glas. Fast. Vier Glas würden übrig bleiben. Aber es erscheint mir irgendwie so ein bisschen als das Sinnvollste. Maul. Jammer nicht rum. Alles bloß wegen dir. Blöder Gast. Ich hasse Gäste. So. So, die Querstreben können wir schon komplett ziehen. Wie gesagt, die Decke dann zum Schluss. Hauptsache, wir kommen sicher von A nach B. Wo ist denn er schon wieder? Ja. Brauchst dich nicht wundern, dass du hier ausgegrenzt wirst. Wärst du mal ein bisschen netter gewesen. Wobei wir jetzt tatsächlich eigentlich auch Glasscheiben hätten nehmen können. Dadurch, dass wir das Ganze doch so einrahmen. Aber jetzt nochmal umändern. Nee. Wir gönnen uns das einfach. Wir werden mehr als genug Sand haben. Irgendwann. Da kann man schon mal ein bisschen die Spendierhosen anziehen. Was das angeht. So, 1, 2, 3, 4. Bloß nicht runter. Das wäre so behindert.
Da wäre die gute Spitzhacke auf jeden Fall weg. Nicht, weil sie verbrennt, einfach weil sie despawnt, weil ich nicht mehr hinkomme. Die Netherit-Spitzhacke kann ja nicht verbrennen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht getraut, mich das auszuprobieren. Oh Gott. So. Man fühlt sich doch gleich viel sicherer. Und das ist das A und O. Seine Feinde in Sicherheit wiegen. Und der größte Feind des Menschen ist immer er selbst. Das sind Fakten. Okay, hier werden wohl wieder Sprengungen durchgeführt. Es hört sich zumindest im Hintergrund so ein bisschen danach an. Als würde jemand Felsbrocken sprengen. 1, 2, 3, 4. Tudum, tudum. Kann sich jetzt wirklich nur noch um Stunden handeln, bis wir damit endlich fertig sind. Also, zurücklehnen. Ich würde euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, Kaffee zu trinken, weil dann könnt ihr dabei nicht einschlafen. Ihr werdet, wenn ihr einschlaft, auf jeden Fall viel, viel verpassen, was sehr, sehr uninteressant ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn mal anschaue, aber dann dachte ich so, nein, noch nicht. Wir sind dafür einfach noch nicht bereit. Es scheint so unendlich zu sein. Wirkt auf jeden Fall so. Ich befürchte niemals anzukommen. Oh Gott. Dieser Gast ist viel zu nah. Und ich habe immer noch keine Pfeile. Ich hätte Pfeile mitnehmen sollen. So. Wenn man rückwärts läuft, immer mit so einem leichten Drall nach innen, damit man nicht aus Versehen da runterspringt. Das wird mir jetzt noch fehlen zu meiner Dummheit. Einfach beim Rückwärtslaufen aus Dummheit da runterzufallen. Das wäre exakt der Tod, den ich mir da vorstelle. Sorry, ich kann dich hier nicht brauchen. Warum bist du überhaupt hier? Hallo, hau ab. Stopp. Warum war er in diesem Bereich? Wie ist er hier reingekommen? Kam er die Treppe hoch? Fragen über Fragen. Und keine Antwort. Aber keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon an, ab, ob der Raum geschlossen ist, ob die dann spawnen oder nicht. Okay, das war falsch. Mach's bitte richtig. Ja. Zumindest dürfte demnächst von außerhalb nichts mehr reinkommen. Demnächst. Also. Vielleicht am Wochenende. Oder im nächsten Stream, vielleicht kommen wir bis dahin so weit. Oder vielleicht habe ich auch wirklich die Muße, hier so ein bisschen offscreen das Ganze dann fertig zu machen. Schauen wir mal.
Ich weiß es noch nicht. Wichtiger wäre mir persönlich der Portalraum, also als Offscreen-Projekt. Weil das wird lang genug dauern. Toll. Das war ja genau das, was ich jetzt machen wollte. Schau mich nicht so an. Gesagt, getan. Also, der scheint es verstanden zu haben, dass mir das unangenehm ist. Sehr rücksichtsvoll. Hau ab. Der nicht so. Den scheint das Ganze nicht zu interessieren. So, hier läuft das Ganze ein bisschen anders. Hier gibt es keine Aussicht. Das heißt, dass wir hier einfach nur in die Wand reinziehen. Also zumindest überall dort, wo eben Netherstein ist. Wobei wir da... Nee, da können wir hier das ganze Ding machen. Da verpasst man nichts. Man hätte Aussicht auf diesen Berg. Die braucht kein Mensch. Das ist übrigens auch ein Grund mehr, keine Glasscheiben zu nehmen, weil sonst hätten wir immer verschiedene Ebenen. Dass wir hier Steinwände haben, das passiert ja dann doch noch das ein oder andere Mal. Schrei doch nicht so rum. Oh, ich bin so blöd manchmal. So. Deckenstrebe. Den baue ich gleich wieder ab. Keine Sorge. Na, du? Hau ab. Oh, ja, ich sollte vielleicht da nicht unbedingt reinlaufen. Ein Glück habe ich Schienen dabei. Okay, er kann Glas sprengen. Sehr, sehr ungünstig. Ich werde doch jetzt wohl nicht verbrennen. Dann machen wir das hier so ein bisschen geschützter. So. Lustigerweise, der sieht uns nicht durchs Glas. Das habe ich mehrere Male ausprobiert. Ups. Und es hat sich nicht geändert. Die sehen uns nicht durchs Glas. Aber wie sehen sie? Ist auch cool, wenn es draußen brennt eigentlich. Finde ich jetzt optisch gar nicht mal so schlecht. Komm, hau doch einfach ab. Ich will hier in Ruhe arbeiten. Okay, jetzt fliegt er rückwärts. Warum er das tut, weiß man nicht. Warum er das jetzt getan hat, weiß ich auch nicht. Glas ist dann auch gleich leer. Toll. Und ich dachte, mit 10 Stacks komme ich sehr weit. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich vermutet hatte. Ich dachte schon, dass das annähernd reicht. Also, dass es nicht reicht, war mir schon klar, aber ich dachte so ziemlich. Blöd. So, hier ist praktisch alles wieder steiniger Stein. So. Mhm, ja, Grunz, Grunz. Das ist eigentlich eher unhöflich, Leuten einfach so ins Ohr zu grunzen, aber gut, sie haben es halt nicht anders gelernt. Es sei verziehen. Gut, wir haben
Ja, noch ein bisschen mehr als zwei Stacks. Das ist halt echt, ja, nicht so sonderlich viel. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie so wirken, als wäre mir nichts genug, aber in dem Fall dann doch, ja, gebe ich zu. Ist halt auch irgendwo blöd, wenn das nicht hinhaut. Bei Steinen ist es nicht so schlimm. Davon haben wir schon einen ordentlichen Vorrat noch zu Hause. Aber was Glas angeht, ist halt ein bisschen schwieriger. Ups. Da ging es hinten nicht mehr weiter. Erstmal die Seite, da waren bisher die meisten Gast. Die haben wahrscheinlich auch so ihre Lieblingsplätze zum Abhängen. Dann haben wir hier Aussicht auf einen wunderschönen Lavafall. Optisch sehr, sehr ansprechend. Da könnte ich mich hier auch so mit einem Tässchen Kakao einfach hinsetzen, über mein Leben sinnieren. Und einfach mal Füße hochlegen. Warum denn auch nicht?